Hallo und willkommen. Wir bauen jetzt den Sturmbrecher. Ich habe ja mal alles vorbereitet. Jedenfalls für die erste Version. Danach müsste ich mal weitersehen. Wir brauchen hier geteilte Baumstämme. Schildkrötenpanzer. Getrocknete normale Haut. Einen hohlen Baumstamm. Seil aus Häuten. Wildschweinstoßzähne. Schakal, Zähne und ein paar Federn. Weiß nicht, wie viel, habe ich jetzt nicht geguckt. So. So, alles platziert. Wir brauchen eine Axt zum Bauen. Der halbe Tag geht drauf dafür. Tada. Ich habe mir was so rumgedreht. Moment. Die andere Seite ist die Leiter. Gut, also hier ist ein Bettchen drin und endlich mal ein Dach. Was verrückt. Trinkfass. Und sonst ist hier noch nichts. Mal gucken. So, was können wir jetzt noch rauspimpeln aus dem Teil? Verbesserung. Okay. Ich merke mir das. Also drei lange Stöcke, drei kurze Stöcke. Ein Top. Zwei Techo-Leder. Ich hole mir jetzt mal einzeln alles. Die erste Reihe rein. Beziehungsweise mal einfacher. Mal ein Foto. So, dann rennen wir mal los. Ich hoffe, ich habe das alles. Habe ich noch einen Kaffee drin? Ne. Wenn meine Ausdauer so runter ist. So, fangen wir mit dem Langbein an. Dreimal langer Stock. Habe ich. Jetzt normale Stöcke. Habe ich gar nicht. Hier, die habe ich im Boot. Ein Top. Ein Top. Ein Top. Ein Top. Muss ich mir, glaube ich, erst einbauen. Topf haben wir. Läuft durch. Techo-Leder. Zweimal. Büffelhorn. Wo habe ich das Büffelhorn? Hier. Eins, zwei. Und diese komischen Jaguar-Seen, die ich nie gebraucht habe. Zweimal. Dann getrocknete Schlange. Na, was denn hier? Einmal und Spinnenkadaver war das. Einmal. Gut. Hol ich mir mal schnell noch Stücke. Drei Stück. Mal ein paar mehr. So. Und ich glaube, ich muss mir mal einen Kaffee machen. Habe ich noch Kaffee drin? Nee. So. Entzünden. Kaffee. Drei Stück. Und gleich mal einen trinken. Feuer wieder aus. So, jetzt ist der fertig.
Da. Nehme ich. Und mach aus. Müssen wir alles in der Tasche haben. Ja, ich hätte gerne eigentlich so ein zusammenhängendes langes Dock gebaut, aber man kann nicht weiter als so reinbauen ins Wasser. Muss ich hier so verteilen. Verbessern. Deswegen lieber nicht mitfahren, weil verbessern könnt ihr immer nur an den voll reparierten Schiff. Deswegen mache ich die Verbesserung gleich. So. Gut, jetzt regnet es ausnahmsweise mal bei mir. Dann schauen wir mal, was jetzt noch fehlt. Nochmal ein Topf. Drei Lehmziegel. Gut. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich hab, glaube ich. Ich hab die verarbeitet. Mal gucken, ob ich noch. Ledermäuse. Und frische Rochenhaut. Das wird ja mal spannend. Da wollen sie ja echt immer alles wissen, so. Ich weiß nicht, ob ich noch Ledermäuse habe. Moment, aber das sehe ich hier gerade. Zweimal von den Pumaseen brauche ich. Lange Stöcker müsste ich hier auch drin haben. Aber zumindest einmal frische. Das reicht sogar. Einmal frische Rochenhaut. Hier nicht lange Stöcker. Die habe ich natürlich, da muss ich extra nochmal an die Insel und mir eine Fledermaus holen. Ich dachte, ich habe noch welche. Habe ich wahrscheinlich leider alle verarbeitet. Das ist schlecht. Okay, das sind ja mal verrückte Sachen. Jetzt habe ich aber noch was gesehen, was ich gerade hier auf dem Foto nicht identifizieren kann. Was ist denn das ganz oben rechts für eine Leder? Zweimal Ziegenhaut. Aber ich glaube, müsste ich eigentlich sogar bei haben, weil ich da damit ja, glaube ich, das Bett baue. Nee. Schlecht. Das ist schlecht. Mal gucken, ob ich hier vielleicht noch Ledermaus drin habe. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Eine doofe Ledermaus. Wirklich eine. Ich glaube nicht, nee, die habe ich alle verbraucht. Das Medizin daraus gebaut. Und ich habe nur noch eine Ziegenhaut. Habe ich noch eine irgendwo? Ich müsste dann nämlich da noch Ziegen jagen, wenn wir schon darüber fahren. Okay, zweimal Ziegenhaut habe ich. Dreimal hätte ich sogar gehabt. Aber leider keine Fledermaus. Gut, dann mache ich noch schnell den Topf. Dreimal Ziegel. Hier reinhauen.
So, und dreimal Lehmsteine. So, habe ich jetzt dreimal? Immer sogar. Oh, jetzt nicht mehr. Die Haut auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Gut. Auch schon fertig? Das ist jetzt verrückt, aber wir müssen halt einmal schnell zu der doofen Insel und uns eine Fledermaus holen. War die eisige Insel. Eiseninsel. So. Der Haken ist los. Natürlich die ganzen Hyänen wieder da sind. Halt, wie Muni habe ich denn noch? Ich muss einmal hier ein bisschen Spaß haben mit der Knarre. Wird jetzt nicht daneben geschossen. Kurz hier rüber. Und wir rennen mal schnell durch. Ich habe jetzt leider gar nichts um. Doch, hier. Zum Wind abwehren, meinte ich. Eine Fledermaus braucht man. Ja, bei der Reh habe ich die immer verarbeitet. Deswegen, Moment. Gucken. Aber vielleicht haben wir auch Glück, dass dann mal ein Samen drin ist. Das wäre cool, Drachenfrucht. So, da müsste ja die erste gleich kommen. Die Kamera war kurz. Komm. Hallo. Jetzt aber, oder? Aber ich habe sie nicht erwischt. Reicht das schon? Die zweite Wirms noch nicht hier. Jetzt noch mal aufs Foto. Einmal.
Also ich müsste eigentlich alles haben. Vielleicht nicht unbedingt runterplumpsen hier. Was tut er denn da? Ja, die Schlange nehme ich nochmal mit. Brauche ich auch nochmal. Um wieder die Falle zu bestücken für die Schildkröte. Und schaffe ich das noch? Nee. Das nehme ich nochmal mit. Damit ich wieder die neuen Holz fortschrittlichen Baumeister-Sachen bauen kann. Warum brennt eigentlich da hinten das Licht da an dem Tempel? Das ist neu. Muss ich sowieso noch mal alle Ecken abkramen, ob hier vielleicht noch irgendwo Samen rumliegen. Warum brennen da jetzt die Lichter an dem Tempel? Das ist wirklich neu. Mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, ich denke mal, das werden wir uns einmal antun. Da wir das super schnelle Boot haben, geht das ja fix. Und wir gucken uns einmal an, warum da die Lichter brennen. Das ist ein bisschen spannender, bis das Boot fertig ist. Und in alter Tradition regnet es natürlich. War die ja schon immer so? Schmulen. Hab hier vielleicht Samen jetzt rumliegen. Also wenn ich das jetzt nicht übersehen habe, nicht. Wollte mich mit dem Vogel nicht extra mal anlegen. Nö. Da ist nichts. Dann können wir auch wieder nach Hause und das Brot fertig bauen. Der hat 46 Schaden gemacht, gerade der Vogel. Na gut. So, bitte jetzt alles bei ab. Drei lange Stöcker fehlen.
So. Da ist gleich auch die Eisenaxt hin. Da sind wir. Das kann ja. Verbesserter Schmelzer. Ich kann ja wirklich alles schmelzen. Cool. Kann die noch verbessern? Zum Groß. Verbessern auf großartiger Sturmbrecher. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt der Sturmbrecher 3. Wir haben hier den Sturmbrecher. Wo ist denn jetzt hier auf Herstellung was neu? Da irgendwie nicht gemacht. Okay, das ist jetzt der robuste Sturmbrecher. Okay, der geht auch noch auf den großartigen. Da brauche ich den Frosch für. Okay. Also eigentlich müsste ich alles haben. Nein. Weiß nicht, ob ich das Boxhorn noch habe. Das könnte jetzt eng werden, weil ich glaube, das habe ich hergestellt, dieses eine Ding. Gut, den Stock. Ach so, weil ich den Frosch noch nicht habe. Moment. Dieses Boxhorn noch. Weil sonst müssen wir uns erstmal wieder einen Reh nochmal holen. Erstmal nach dem Boxhorn. Habe ich. Einmal, theoretisch. Dann diese komischen Spinnen. Die alle verbraucht. Jetzt fehlen uns diese Spinnen. Okay, also es wird dann wahrscheinlich doch erst wieder eine nächste Folge. Das hoffe ich jetzt alles nicht. Der Frosch, den habe ich hier getrocknet. Zwei Blaubaupläne. Was immer ich jetzt hier habe. Lähmungspulver. Kann von Froschkadavern erhalten werden, kann zur Herstellung von Lähmungsgift verwendet werden. Okay, da kann ich bestimmt verrückte Sachen mitbauen, aber muss ich mir nochmal einen Frosch holen irgendwann. Ja, und wie fehlt hier was? Es wird nicht angezeigt. Es wird zwar angezeigt, dass was Neues da ist, aber ich glaube, das ist da ein Fehler. Weil die Schiffe werden nicht angezeigt. Da ist nur eins. Muss ich jetzt mal eine Spinne holen? Gut. Frosch haben wir, uns fehlt nur die Spinne. Zweimal kann man Leder. Pack mal das hier weg. Frosch. Das. Das. Bretter habe ich auch alle, oder? Brauche ich gar nicht. Das bräuchte ich nur, wenn ich es direkt herstelle. Eine Spinne. Das ist wirklich verrückt. Muss ich überlegen, wo das war. Moment, oder habe ich hier eine drin? Will ich nicht.
Dann sollte ich auch eine hier drin gelassen haben. Nee. Ich bin ziemlich sicher, ich weiß, wo die waren. Nur, dass es hier natürlich gerade Nacht ist. Jetzt kann ich meinen Dünger loswerden hier. Den Dünger habe ich jetzt nicht bei. Achso, ich hatte eigentlich noch zufällig was entdeckt letztes Mal. Doof wie ich war, habe ich natürlich nicht mal geguckt, was das für ein Weg hier oben ist. Wenn man die da hinten in diesem Berg hochgeht, kommt man auch nach oben in den Bereich, wo das Lager ist. Das Lager vom Doktor. Das ist ein kürzerer Weg, wenn man jetzt hier Erz holt etc. Die Ausnahme, den ganzen Weg lang laufen. So, wir müssen jetzt aber jemand hier durch und dann auf diese große Freifläche, da wo auch die Hirsche sind und wo mich leider auch letztens der jene platt gemacht hat. Da ist nämlich wieder einer. Weil ich das Ding schon habe, muss ich auch benutzen. Okay, das funktioniert mit der neuen Rüstung, dass der uns gar nicht sieht. Jetzt nicht außer des Tanks. Schlange. Ich muss mal schnell gucken. Ja, eine brauche ich. Da ist er. Hallo, ich wollte dich fangen und nicht, dass du mich piekst. Hase mitnehmen. Doch wenn ich jetzt schon alles habe mit dem Hasenfell, noch mal eine Spinne irgendwo. Wäre auch eine Orangenpflanze, aber muss ich wieder die beiden Viecher da legen, alle oben. Ja, machen wir jetzt nicht, wir wollen ja das Boot bauen. Da
Da ist noch eine. Die mich wieder erwischt. So. Einmal Spinnen, zwei Hasen haben wir auch noch eingesackt. Ab nach Hause. Habe ich jetzt gerade so viel Schaden gekriegt von der Spinne? Okay. Das ist ganz schön viel. Normalerweise wäre ich vielleicht auch vergiftet, aber da ich das ja alles geskillt habe, werde ich da eben nicht mehr vergiftet. Was ist das hier für ein Baum? Mal gucken, ob ich da Samen kriege. Nee. Schade. So. Aber wie gesagt, ich habe hier unten alles abgebaut. Nur noch das Unnötigste gelassen. Eigentlich bräuchte ich ja bloß jetzt noch mehr, um Sachen zu holen immer. Und da reicht auch so ein einfaches Bett da. Also einfaches Bett ist so eine Hängematte. So, jetzt gucke ich immer noch, ob ich hier was abgrasen kann. Nee, das habe ich gerade alles schon. Das brauche ich nicht. Mais. Habe ich auch alles schon. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Muss ja der Sturmbrecher vollständig sein. Aber finde ich ja fast schon charmant, dass sie das jetzt so gemacht haben. Also mit den Sachen, die man jetzt dazu bringen muss, um das zu verbessern. Dass es jetzt nicht wieder Erz und sowas alles bräuchte. Ja klar, falle ich ins Wasser. So. Das habe ich. Kaimanleder noch. Moment. Drei. Leder, ich hoffe, ich habe das. Und zur Sicherheit nochmal einen herstellen. Einmal Kaimanleder. So, und noch drei Stöcker. So, jetzt aber. Alles da und ab geht's. Großartiger Sturmbrecher. Das war's jetzt auch. So, der hält jetzt aus, wie viel? 20.250. Hat hier natürlich jetzt diese Plätze.
Moment. Was habe ich hier alles? Ich hab, oh, das ist ja cool. Das ist schön, wenn man hier eine fortschrittliche Chemiebank hat. Dann habe ich hier eine Lagerkiste mit 300 allerdings bloß. Ich müsste da 600 sein. Für Baumlager. Was ist das? Herd mit Top. Da brauche ich ja Kohle. Flüssigkeit kann ich hier reinmachen. Und hier habe ich nochmal einen Behälter mit 300. Okay. Und einen Regenwassersammler. Das ist gut. Ja, perfekt. Eigentlich ist es meine mobile Basis hier. Besser geht's nicht. Kann hier alles machen. Das, also das lähmende Gift habe ich jetzt natürlich noch nicht, weil mir jetzt wieder der Frosch fehlt. Den habe ich ja gerade verbaut hier. Da weiß ich nicht, ob das noch was bringt. Das müssen wir noch probieren. Also ich muss mir nochmal einen Frosch besorgen, also nochmal so eine Horrornacht machen. Vielleicht schaffe ich es ja auch, dass ich tagsüber die Kaimane erst bitte. Und dann nur rumrenne und nach Fröschen suche. Cool. Das ist echt ein schönes Stück. Und bringt uns dann demnächst in das neue Gebiet. Wo wir so wahrscheinlich nicht hinkämpfen. Vielleicht könnten wir mit dem Katamaran, mit dem großen Schiff hin. Wie schnell ist er auch? Komische Geräusche. Guck mal hier bitte. Andocken. Ja, Moment. Gut, angedockt. Ja, schön, gefällt mir. Bin ich jetzt nass? Fällt ihm denn? Achso, ich muss essen genug. Aber das ist schön. Dann werde ich das Ding hier mal bestücken. Und dann werden wir uns das nächste Mal Frösche besorgen. Cool. Sehr schön. Sehr schönes Stück. Kann gar nicht so aus. Mal alles sieht gleichzeitig. Gut. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Danke und bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir uns mal an, was mit den Fröschen geht. Also was man daraus herstellen kann. Das werde ich aber, glaube ich, selber besorgen erstmal. Bis dahin. Auf Wiederschauen. Tschüss.